Hallo YouTube, hier ist heute Frank 1 und heute wieder Vampire the Masquerade Bloodlines. Die waren kurz davor, mit dieser jungen, hübschen Dame in Büroanleitung. Okay, fangen wir schon wieder an abzuschweifen. Ja, das ist Therese. Therese Foreman. Please come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is a necessary evil. Jet war doch kein Problem. Nonsense. She's nothing but. Sind Sie Therese? Therese Borman, yes. I'm the proprietor of this club, and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Jetzt natürlich hier Blutpunkt einsetzen. Beenden Sie die Rede. Komm, machen wir es uns einfach. You're new to this, aren't you? Were you trying to dominate me just now? That was so stupid, it was almost cute. Almost. Die Fehde mit Bertram Chung beizulegen. Chung's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. You're so unclean. Warum hassen Sie ihn? He meddles in my affairs. He's a bad influence on my sister and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? I most certainly would not. I'd quite like it if I never had to hear that name again. Soll ich ihn für Sie finden und töten? I'm not sure the Camarilla would find that an acceptable method of dealing with one's rival. And right now, I very much need their approval to become officially recognized as the legitimate administrator of this city. Können Sie den wenigstens das Gericht verwalten, dass die Fehde für ihn beigelegt ist? Why would I do that? Let him think I mean to kill him. That way I don't have to worry about him sabotaging everything. Do you realize how his subterfuge makes me look to the Camarilla? Das ist recht, aber ich muss ihn sehen. Tung and his co-conspirators' actions ruined my chance at partnership in a crucial piece of property. I do have several other promising ventures. One in particular has been, is it the least, an ordeal. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tung have been swept under the rug, but in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Dein Geist schon tief von Verstorbenen, oder? I forgot. You're still new to this. Allow me to break you in. Yes, ghosts exist. Werewolves, mummies, and I'd expect a whole lot of other things I've never seen share the night with us. Wenn ich sie töten wollte, würde Bertram da nicht auch auftauchen? I suppose he would if you killed me. But as I understand it, your existence is very tenuous at the moment, and the slightest mistake could be the final nail in the coffin. Na schön, sag mir mal, wie ich den Geist loswerde, wenn ich hier irgendeinen Scheiß mache. Rumor is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it from its haunt. While I don't put a lot of stock in hearsay, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits, and bring it back. Wenn ich keins finden kann. If you have to tear the building apart, do so. Three construction crews have already refused to go back to work because they've been spooked, so to speak. Wie kämpfe ich gegen einen Geist? You don't. They're perfectly harmless. Also, sie versprechen viel zu wenden. So, und das? Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold.
Das respektiere ich und weiß ich zu schätzen. Tschüss. Before I forget, take this. The only way to reach the ocean house this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Dann langsam übertreiben Sie es. Listen, you're young and naive, so I'll offer you this chance one more time. Continued existence versus a beautiful sunrise. I give it serious consideration. Dass ich, wenn ich muss. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Gut, oh Gott, die geht mir so auf den Sack. Was haben wir? Ja, stimmt hier, die menschlichen Überreste müssen wir auch irgendwann mal gucken. Nox, asiatischen, er möchte Nuss werden. Okay. Okay. Gut, also, ich würde sagen, reden wir erstmal der Jäger als Gejagter. Machen wir die Mission als erstes. Also, wir haben einen Führerschein. Und das führt uns genau wohin wieder? Richtig. Zu Arthur Kilpatrick. So, dum. Bale Bones. Inventar. Witchelkramp. Krumpf V. Krumpf. Ich habe Krumpf. Ach du Scheiße, was ist das? Ist das ansteckend? Ey, Made. Ja. Schlaf halt weiter. A bis F. Cleaver V? Ja. Crump V. Da unten steht er ganz und. Identifiziert auf dem Wagen im Leichenhaus des Krankenhauses. Behördenbenachrichtigen Angehörige. Okay, dann geht's mal zum Krankenhaus. Ja, versteht der Wortwitz? Cool oder scheiße? So, wir haben 7 Punkte. Bewaffneter Kampf. Haben wir 6. EP Körperkraft haben wir so viel. Einschüchtern oder. Gute Frage, was wir als nächstes nehmen. Ach Gott, sammeln wir erstmal wieder ein paar Punkte und dann hauen wir es dann richtig raus, mal die Punkte. Ich mache hier so oder so, haut drauf die Scheiße. Junge, deine Finger, viel zu lang. Da sind doch mindestens 2 Glieder zu viel an deinen Fingern. So. Wie in jedem normalen Krankenhaus üblich ist die Krankenstation immer ganz unten. Das Leichenschaus ist immer ganz unten im Keller. Ja, ich kenne natürlich schon den Weg. Hier geht man nämlich einfach zum Zack. Bam. Bam. Und bam. Schon ist man hier. Aufzug funktioniert nicht. Hier gibt's PC dich. Leichen. Kuhglocke. Ohne Scheiß jetzt. Krump V. Stabherzer sagen, persönliche Gegenstände in Lager B. Quit. So gut, dann schauen wir mal nach hier im Lagerhalle. Morgue, ich habe keine Ahnung, ich glaube, hier ist sogar noch ganz kalt. Gibt es hier irgendwas? Hi.
Da ist nix. Auch nix. Komm. Oi. Hat man da eine Wache den... Warum gibt's hier nichts drin? Menno, nie kriege ich hier mal ein paar Leichen zuge. Sag mal. Verarsch mich doch. Warum fliegen sie dann solche Türen ein? Und ja. Der Kerl. Soll dringend mal zum Augenarzt. Oder zu einem Schönheitschirurgen. Eins von beidem. Geknackt. Ein Silberring und eine Zugangskarte für die Foxy Boxes. Klingt schon wie ein Puff. Gott, jetzt habe ich natürlich wieder mal voll vergessen, mir einen Wecker zu stellen, damit der mir zeigt, wie spät wir es haben, wenn es hier weitergeht. Ja. Das wird dann also quasi wieder mal so eine, ich schätze mal, eine halbe Stunden Folge. Super für mein Upload. Leute. Ich gleich's leichts minderwertige Kotzen, ey. Megahertz. Computerfirma. Foxy Boxes. Dun 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 dun. Okay. Jetzt wird's nämlich peinlich. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Berichte 22.10.04.2. Zuvor sprach die Leiche von Mitchell Crump entdeckt. Falls ich nicht überleben sollte, möchte ich hiermit ausdrücklich anmerken, dass Monika reif für die Machtübernahme ist. Wir werden auf wenig Widerstand stoßen, wenn wir hier einschreiten. Home. Quit. Okay, das heißt Invasion der chinesischen Vampire? Oder wie jetzt? Bring it on, bitch. Und tschüss. Blutheilung. Komm hier runter. Da kommst du runter. Bumm. Wupp dich. Dann bitte, bitte. Ja. Könnt bitte dein Schwert bekommen. Hey, nice, Leute, nice. Und so will ich das sehen. Und was haben wir hier? Hier eine Waffe. Shingunto. Nahkampfanforderung 5, Schadenprozent 20, Tödlichkeit 11, Verwirrungsausgleich minus 1, Grundschaden 2. Was muss die Anwendung eines traditionellen japanischen Katanas? Ist zwar nicht so effektiv wie das echte, aber dennoch schön gefährlich. Gut, wunderbar. Haben wir mal eine vernünftige Nahkampfwaffe mal. Und nicht in irgendeinen scheiß Wagen hierbei. Ja, Gott, noch eins. Jetzt muss ich mir erstmal Blut besorgen.
Und wir wissen ja, wo wir es kriegen. Unseren guten Stoff. I missed you. Ganz schrecklich, dass ich mir zeigen, wie leid es mir tut. Hm. Aaron macht nom 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 nom. Jetzt soll ich vielleicht aufhören zu trinken? Sonst trinke ich sie leer. Ey, bitte, bitte, Schlampe. Ja, brauchst du keine Sorgen mehr zu machen. Irgendeine Idee, was das gewesen sein könnte. Klingt ernst. Das ist interessant. Ich mache mal was auf dem Weg. Jetzt bin ich ja da, die Party hat offiziell begonnen. Drogen, ich brauche keine Drogen. Aber ich kann meinen Rausch mit dir teilen. Komm her, ich zeige dir, was dich umhauen wird. Klar. Und jetzt darf ich wieder nur trinken. Nein, nein. Danke für dein Blut. Vielen Dank für ihr Blut. Die rote Fraktion. Genannt auf Bayerisches Rotes Kreuz. Vielen Dank für ihr Blut. Wir werden es bei nächster Gelegenheit bei irgendeinem Schwarzhändler verticken können. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Dann gehen wir mal zu Dünnes Blut und sagen, bring mal Lilly ihre Habseligkeiten zurück. Haben wir auch versprochen. Und jetzt mal. You brought my Lily back. Ja, she told me all about what happened. I don't know why you helped this, but your blood's worth bottling. I'll never let her go again. Thank you. Niemand hat es verdient, dort zurückgelassen zu werden. Ich habe nur getan, was richtig war. I'm gonna be getting out of LA soon. Too dangerous here. Rosa told us something big's about to happen, and I don't want to be here when the Jack comes out of the box. Take that for what you will. Wenn das Scheißhaus hochgeht, ist das vielleicht mein Fehler. Wir sehen uns, I. Hier haben wir Lilly. Wie ist es mit I gelaufen? This life's been hard on him. Both of us. But he forgives me. We're leaving soon. I have some family with a place out in the middle of nowhere in Oregon. It should be okay for us to stay out there, as long as we're together. Dann wirst du sicher dein Zeug wieder haben. Hier hast du es. So. Auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir wieder eine schöne kleine Menschlichkeit gewonnen. Jetzt können wir nochmal ganz kurz zum Pier laufen. Wolf. 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 Bleib hier, Wolf. Ich hab Hunger. Ich muss doch Abendbrot machen. Ich brauche eine Wolfskeule. Meine Kochfähigkeit ist doch nur auf 225, aber trotzdem, ich brauche eine Wolfskeule. Ich bring schon wieder Spiel durcheinander. Das ist nicht WoW. Das ist nicht WoW, Aaron.
Ach Gott, noch eins. Ich und mein Hang, alles zu WoWisieren. Laufen erlaubt. Ja, der sieht irgendwie nicht so gut aus. Meine Arme sind gelb. Und irgendwie fehlt dir ein Teil von deiner Rippe und von der Leber und vom Darm. Und was weiß ich noch alles. Flipper zocken, Flipper zocken. Ich will Flipper zocken. Flipper. Call of Duty Flipper. Ohne Scheiß, es gibt einen Call of Duty Flipper Automaten. Sogar hier mit richtigem Logo, das sieht man wieder. Activision hat das Spiel gemacht. Wenn es nach mir ginge, wäre nämlich ein schöner Planet Side 2 oder einfach nur das, dann in dem Fall das Planet Side 1 rausgekommen. Hätte da meinetwegen Planet Side 1 reingehört, aber nicht Call of Duty Flipper Automat. Ich glaube, es hackt. Menschlichkeit 2. Na gut, jetzt fehlt mir noch eine Menschlichkeit und dann habe ich's. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, geht. Läuft. So, und jetzt können wir ja ins Hotel gehen. Hier kann man auch später noch über die Kanalisation-Welt reisen. Momentan geht's halt noch nicht. Weil wir ja noch nicht vom Prinzen die Erlaubnis haben, uns wieder zu melden, bis wir diese Scheiße in die Luft gejagt haben. Das ist das, was wir hier als nächstes dann begutachten wollen. Ich glaube, wir brauchen Schlüssel, um reinzukommen. Weil irgendwie müssen wir auch. Sag mal. Der stand aber eben noch nicht hier. Der stand da drüben. Ah, Hellcat, eine schöne alte Hellcat 363. Ja, das ist noch ein Zeichen von guter Markenqualität. Aber ich würde sagen, wir gehen dann in der nächsten Folge rein und verabschiede mich mit einem guten Schuss. Oder so. Und sage ciao, bis zum nächsten Mal, Don Frank 1300.